Hier haben wir noch einen richtig schönen großen alten Pfeffi. Was hätten Sie denn gerne? Was darf es denn sein? Sojanka mit Sahne und Toast. Habe ich in der Speisekarte schon gelesen. Und jetzt sag mir den Preis. In einem Café am See willst du eine Sojanka essen? Ja. Also hier ist der Schuldenordner. 2011. Hast du den Kopf geschossen? Oh ja, und das, guck mal, der tropft hier runter alles. Warum war der so abgeschlossen? Ist da noch ein Safe unten? Aber ich kenne dieses Bild da oben. Ja, ich weiß nicht, gibt es die heute noch? Nee, heute ist alles digital. So, hier war die spezielle Lounge. Hier ist einer. Philipp! Hier sitzt einer auf Klo! So, ich habe noch eine andere Treppe runter entdeckt. Ja? Ja, was hast du hier gesehen? Was hast du gesagt? Ich mach an. Machen wir ein bisschen. Oh, nicht so doll. Kannst du ein bisschen dunkler machen? Komm, ich mach so. So, ist gut. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Ihr seht im Hintergrund, es ist schon dunkel. Wir sind bei einem Café am See. Es ist wirklich so, das ist direkt am See, ein verlassenes Café. Wir gucken uns jetzt mal das an. Logisch gucken wir uns das an, aber wir gucken mal, was uns jetzt hier erwartet. Wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. Komm, ich geh mal vor. Jetzt hat noch der gute alte GDR? Nee. Doch, hier. Kann man das sehen? Made in GDR. Nur ein bisschen dichter an den, so kann ich das sehen. Made in GDR. Sogar noch DDR-Geschirr, Freunde. Wir haben auch schon mächtig gewütet. Mächtig gewütet haben sie hier schon. Ich weiß auch nicht, warum man alles kaputt schlagen muss. Ist wirklich wahr. Das war mal ein schönes Ding bestimmt. Das glaube ich, ich wollte gerade sagen. Das war mal bestimmt. Wir versuchen ja immer auf die Terrasse zu kommen. Hier wird es ja bestimmt eine Terrasse geben. Guck mal, ab wann bitte? Ah ja. Schaber. Rechnung 2002. 2002? Ja, letzten Rechnung. Ich weiß nicht, hier steht sogar der Inhaber, ja, 2002. Am 26.11.2002 die letzten Rechnungen. So. Ja, so richtig randaliert schon. Guck mal, so ein Trennband. Bitte? So eine Trennband. Ja. Ja, aber. Alter Treckerschlauch. Haben sie früher immer als Schwimmreifen genommen, die Kinder. Oh, die Heizkörper haben sie abgeschaut. Da wollte wieder eine. Ja, aber wo ist denn die Zuleitung? Von den Heizkörpern. Das weiß ich nicht. Weil, guck mal, da hinten kommt auch kein Rohr raus. Ja. Vielleicht. Ja, du weißt, was für ein Heizkörper. Doch. Die Rohre waren da dran, da siehst du ja. Na ja, komm mal hier. Hier haben wir noch einen richtig schönen großen alten Pegel. Ich hätte gerne erstmal einen Kaffee von dir. Und einen Barhocker, mein Freund. Ja, oh. So der Herr. Gut, nur noch gucken, wo ich hinfinde. Was hätten Sie denn gerne? Was darf es denn sein? Sojanka mit Sahne und Toast. Habe ich in der Speisekarte schon gelesen. Und jetzt sag mir den Preis. In einem Café am See würdest du eine Sojanka essen? Ja. Ich soll den Preis nennen. 5,90 €. 2,50 €. Das ist aber schon lange her, oder? Ja. Du weißt, wie lange die Preise, also wie lange das Ding schon leer steht. Wahnsinn. Hier haben doch richtig randaliert. Guck mal, hier war die letzte Party, oder was? Konzerti an der Erde. Ja, sitzen, ja, aber wenn ich hier öfter sitze und sagen wir mal, ich würde jetzt daran Spaß haben, dann würde ich das doch nicht so verwüsten oder was? Ne, du weißt ja, hier oben gibt es ja immer. Hier haben wir noch. Wahrscheinlich, weil sie das V-Plus nicht abkönnen? Mahnung. Jetzt wissen wir auch, warum das Ding nicht mehr besteht. Mahnung, geht von der Helligkeit? Licht? Alles gut. Finanzamt, also Finanzamtsschulden. Also das ist auch wieder alles hier Licht. E.ON Edis. Telefongebühren. Ja. Hast du auch 59,41 €? Nee. 6,61 €. Hä? Ich hab auch von der Telekom Rechnung. Hier sind sogar Kontoauszüge haben wir, Freunde. Kontoauszüge, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber ich staune. Von 2003. Es wurde alles verschlagen, ne?
Aber das bleibt hier liegen, oder was? Gebührenbescheid. 15 Euro. Also hier ist der Schuldenordner. Überall Schulden, wo es geht. Finanzamt, Krankenkasse, Strom. Ich denke mal, das Ding ist einfach pleite gegangen. Dass das hier so rumliegt, ne? Filmst du mich eigentlich? Ja, du bist immer voll drauf. Ich kann gar nichts sehen. Das ist hier, weiß nicht, was hier drauf steht. Von 2003. Hier sind die gesamten Schulden drin von 2003. Was er alles nicht bezahlen konnte oder die Mahnbriefe. Also sortiert hat er die oder haben sie die Zettel, aber nicht bezahlt. Kannst du mal bitte gucken, ob auf dem Apfelmus noch Schimmel ist? Ja, das ist wirklich Schimmel, auch sehe ich mal. Hier ist der Ordner mit bezahlt. Gab es auch einen Ordner mit bezahlt, ja? Ja. Extra Zettel. Komm, mein Hase, wir gehen mal weiter. Bezahlt. Hier kannst du mal den Riesen auffüllen. Das war bestimmt mal ein schönes Café. Aber irgendwo muss es doch auch zur Terrasse gegangen sein, oder nicht? Aber, warte mal, ich mach mal ein bisschen heller. Okay. Warum sind hier überall Türen dran an der Wand? Haben sie mal versucht, Bilder zu machen, oder was? Nee, das haben sie verschraubt, wegen damit sie nicht reinkommen. Aber siehst du, wie es jetzt hier aussieht. Irgendwo muss es doch zur Terrasse ausgehen. Vor allem die Fenster sind doch alle auf, oder bin ich blöd? Ja, jetzt. Nee, die Griffe auch. Die stehen ja, doch. Jetzt. Aber man hat es ja wohl damals wohl mal versucht, irgendwie mal zu schützen, oder? Meinst du? So, wir kommen jetzt hier in die Küche. Ja. Alles Konfetti. Hier steht noch ein Kochtopf. Ja, ich habe auch gerade so ein Alu. Oh, eine Zuckerzange oder was ist das? Ja, ich bin aus der Gastronomie, ich weiß nicht, ich müsste das wissen. Wie doof die sind. Das ist alles hier an der Leber. Aber guck mal, ich dachte, oh. Ich wollte schon immer Maß haben. Schönes Ding, ne? Ich habe ihm auch gedacht, was kommt denn hier angerollt? Schönes Ding. Aber dass sie den noch nicht kaputt geknallt haben. Ja, dann haben sie alles andere kaputt gemacht. Nee. Nein. Eine Getränkekarte. Oh. Leeres Karten. Guck dir mal die Tür an. Das ist gefallen, der muss das machen. Mal. Das war die Frostzelle früher? So, da kenne ich, habe ich noch nie gesehen. Das ist Holz. Noch nie gesehen. Das war Kühlzelle oder was? Ja. Ja, aber. Steht sogar noch was drin im Lager. Also kannst du doch was gucken. Jetzt guckt man meine Handbreite an. Genau. Genau, wenn ich so mache, genauso breit wie die Hand. Wahnsinn, ne? Ich habe aber kleine Frauenhände, ne? Steht noch was drin? Oh, der gute Sauerkraut. Na gut, das ist leer. Haltbar bis? Konserven sagt man ja, sind immer lange haltbar, ne? Zwei. 2011. Hast du den Kopf geschossen? Oh ja, und das, guck mal, da tropft hier runter alles. Ist auch eine Kühlzelle. Guck mal. Das Kühlerregal. Auto. Stopp. So, hier, Mannschaft, hier zum Edelstahl. Ding ist auch nicht gerade, oder nicht? Ich meine, vor allem zwei Waschbecken übereinander. Ja. Okay, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Nö, das ist auch nicht alles. Guck mal, hier hängen auch die Fenster auf. Machen wir mal die Fenster zu. Funktioniert aber.
Du? Ja? Gibst du den Energy überhaupt nach Hustler noch? Klar. Ja? Klar. Den habe ich doch immer mit Schwarzenegger. Oh, machst du jetzt doch Film? Wir haben jetzt beschlossen, weil wir jetzt nur mit der Actioncam gefilmt haben, dass wir. Oha. Doch mal. Ich kann auch ein bisschen jetzt, sanfter für dich machen. Jetzt die Hauptkamera mal wieder aufbauen. Vielleicht haben wir auch Pech und die anderen 25 Lost Places sind gar nichts geworden. Ja, wir haben echt coole Lost Places und wir haben das alles nur mit Actioncam gemacht. Weil ich immer gesagt habe, die Schuld muss ich auf meine Kappe nehmen. Das ist nix, ne? Das ist nix. Komm, lass uns nur die Actioncam rausholen. Brauchen wir gar nicht die Hauptkamera und dann war es immer geil. Aber dann waren wir zu bequem oder ich war zu bequem. Aber egal, jetzt hol ich die Hauptkamera. Aber wir müssen ja auch damit üben, umzugehen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja bald alleine im Sommer. Genau. Und das ist auch der richtige Tag gewesen, um Philipp mal so ein bisschen in die Welt der Videografie einzuführen. Ne? Was heißt denn Hauptkamera? Ich filme eigentlich mit dem Handy. Weil viele immer fragen, was für eine Kamera ich nehme. Ich nehme das Handy, ganz einfach. Ne? So. Und mein Gimbal kommt erst die Tage an jetzt. Das hätte ich ja heute natürlich gleich damit testen können. Haben wir uns schon abgemeldet? Ja, wir haben uns schon abgemeldet. Standort schicken, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr mal unterwegs seid. Standort schicken an eine Person eures Vertrauens und regelmäßig melden. So in Abständen Zeit ausmachen oder so ungefähr. Und wenn sie sich nicht melden, dann immer Bescheid sagen. So, jetzt muss ich die App starten. Die App starten, Bluetooth anmachen, schon verbunden. Aber ich muss dir ganz ehrlich mal was sagen, mein Freundchen. Musst du mir ganz ehrlich mal was sagen? Ja. Was musst du mir denn? Du schickst mir aber wenig Standorte, wenn du mal unterwegs bist. Ja, ich schick sie auch meiner Frau. Ja. Wer ist denn deine Lost Place Frau? Was willst du denn auf Arbeit machen, wenn ich in Schutt und Asche liege? Einfach losgehen? Achso, was willst du tun? Na und? Und die Gäste sollen hungern dann da, ja? Ja, was kann ich denn für das Leid anderer Leute? Gar nichts. Mir geht's nicht gut. Willst du deinen besten Lost Place Freund retten, ne? Dann, ja. Ich weiß gar nicht, wo hier gucken. Ich sehe nämlich gar nichts. Ich sehe einfach nur so einen riesen Schatten. Guck einfach mir in die Augen. So, ja. Philipp, er hat die Kamera aufgebaut. Also, das Handy, oh Wunder. Oh, Akku. Ehrlich, dass ich nicht schick aussehe. So. Ach, ey, immer. Erster Blick. Wie eine Beauty-Tante ja. Im Spiegel. Video, soll ich ein Videolicht oder reicht dieses Licht? Das dieses Licht, Licht reicht, ne? Okay, Freunde. Dein Rucksack ist auf. Dankeschön. So, Kaffee am See haben wir schon gesagt, ne? Aber deins macht gutes Licht, dein Videolicht. Guck mal, siehst du das jetzt? Ja. Mit der Handykamera. Aber ich muss das Gimbal noch ausrichten, sich gerade. Das Handy. Woran erkennst du das? Ich glaube, hier ist in den Gitterlinien, das ist nicht richtig hier. Da sieht immer sämtliche Knopfdrücke. Knopfdrücke? Da ist auch mal interessant, ne? Nebenbei zu sehen, was wir hier so machen. Oder wie wir das hier. Ja, fertig. So. Handschuh an. Was filmen wir denn da? Den Tresen? Er sieht schief aus immer irgendwie, ne? Aber er macht das ja in Waage, aber irgendwie sieht es schief aus, ne? Vom Bild her, oder bin ich doof? Aber es hat doch bestimmt was mit dem Winkel zu tun, denke ich mal. Ja, jetzt ist nämlich gerade hier die Linie. Ja, hat was mit dem Winkel zu tun. Ja, das. So. Okay, wir starten. Das Handy ist einfach nur gewölbt. Wir starten. Es ist ein Curved Handy. Ein Curved Handy. Gut. Nehmen wir mal den Philipp auch mit auf, damit wir mal sehen. So. Der Philipp mit seiner Actioncam. Soll ich trotzdem noch ein paar Level? Ja klar, logisch. Doppelte Kameraführung ist immer gut. Na gut. Gehen wir jetzt nach da wieder? Oder gehen wir einfach hier hin? Waren wir da fertig? Nee, da war noch ein Raum. Jo, ich komme einfach mal mit. Oh, komm mal mit. Uha! Was ist denn Uha? Wie kommen wir nicht durch? Alter, stinkt das hier nach Gras, oder? Nee, ne? Wie, hier kommen wir nicht durch? Natürlich kommen wir durch, haben sie uns vorgestellt. Aber warum? Aber lass uns erstmal, bevor wir in den Keller gehen, hier. Aber warum steht das alles im Weg? Ja, hier muss irgendwas sein. Wir haben die Jugendlichen sich bestimmt was gebaut. Kipp es mal vorsichtig um. Soll ich aus dem Weg gehen? Oh, nee, kann ich nicht. Koks, überall. Alles voll? Alles voll. Na ja, gut. Und Geldscheine. Ja, dann lass uns schnell abhauen hier. Okay. Wollte ich schon nochmal machen. Warum haben sie es abgesperrt? Ist da was Interessantes hinter? Los.
Ja, die sperren sie ab. Ja, vielleicht wollten sie in Ruhe kacken. Oh, guck mal. Und kein Toilettenpapier. Das ist wieder nicht, ne? Doch, also. Und Mücken ohne Ende, ne? Wahnsinn, Freunde. Wie gesagt, Kaffee am See. Ach, hier waren die Toiletten. Boah, hier ist alles voller Mücken. Ja, hier brauche ich nicht reingehen. Guckt euch das mal an hier. Sieht man das auf Kamera? Alter Schwede, alles voller Spinnennetz. Oh, hier oben auch. Ja. Weg hier. So, aber der Keller wird ja interessant. Warum war der so abgeschlossen? Ist da noch ein Safe unten? Ja, mit Safes kennen wir uns ja aus. Das stinkt doch hier nach Gras, oder bin ich doof? Nee, ne? Manchmal hat man. Vielleicht buffen sie ab und zu mal hier. Ja, das kann sein, dass sie hier ab und zu mal buffen. Na du, im Sommer? Schön am See hier? Ja. Gott, das will, wo kommen wir denn hier hin? In die Katze kommt. Was, die Katze kommt, oder hast du gesagt? In den Kader kommt. Achso, in den Kader, ich habe verstanden, die Katze kommt. Eine römische Säule. Yeah. Ist nicht rum, ne? Waren die nicht weiß früher? Auf jeden Fall mit der Klappdruck haben wir die entdeckt. Eine Klappmatratze. Alter. Komm mal her jetzt. Könnt ihr das sehen? Guck mal hier. Also hier leuchtet das auf jeden Fall. Muss ich glaube, ich muss noch mal ein Videolicht rausholen, ne? Aber ich kenne dieses Bild da oben. Das Bild da oben kennst du? Ja, aber da waren die ganzen Havanna-Flaschen noch. Wie, die ganzen Havanna-Flaschen? Voll. Also das ganze Brett war noch voll. Hier unten war auch noch mal ein Tresen. Alter Schwede. Oh, guck dir mal die Couchen an. Ey, komm. Warte. Krank, oder? Naja, wenn du pleite bist, bist du pleite, ne? Dann hinterlässt das alles hier. Ich hab was Geiles entdeckt. Musst mal dein Dings wegmachen, dein Licht, sonst kann ich dich nicht sehen. Oh, guck mal, das, ja. Das ist ja cool, ne? Ist da noch was drin? Da ist noch drin. Nein. Aber es war bestimmt Wanddeko oder so. Das sind so eine Filmrollen oder was sind das, ne? Ja. Ich weiß nicht, gibt's die heute noch? Ne, heute ist alles. Heute ist alles digital. So, hier war die spezielle Lounge. Aber ich habe jetzt nicht mehr erwartet, nach dem Vandalismus so viel oben. Ich meine, es ist viel Vandalismus, ja, dass hier noch so ein bisschen was steht. Vor allen Dingen nicht kaputt, ne? Du? Das Ding? Hier werden sie sitzen und chillen. Hier werden sie sitzen und chillen, ja. Im Sommer. Das denke ich auch. Nicht kaputt. Das. Aber wenn ich hier schon sitze und chillen, dann machen wir das noch geil. Da die Kumpel einmal Partys, ja, ähnliche Anzeige geben, durch Stolper. Hier ist noch ein Fernseher. Guck mal, hier haben wir auch schon extra Vorgang, damit die Partys wahrscheinlich nicht sehen. Die werden hier im Sommer ein bisschen was machen. Das stimmt. Und die Mikro-Leute habe ich schon mal gesehen. Ja, so unser 4., 5., 6., 7., 8. Lost Basic, weiß ich nicht. Aber was machen denn die Lehrer? Saufen die hier noch oder was? Du? Nee, die sind leer. Ja. Also, aber guck mal, die sind angeklebt. Jetzt sehe ich das erst. Die standen nämlich da oben alle voll. Ja, die sind angeklebt. Also, die sind angeklebt. Hier ist so ein Regal, nur mit Bacardi. Hier auch wieder so eine kleine Lounge-Ecke. Ja, du. Das war bestimmt mal ein geiles Ding irgendwie. Krank, Alter. Was ist das denn hier? Kassenbuch? Betriebsbuch für Getränkeschenkanlagen. Achso. Der Dealer Mecklenburger Schweiz, B-Lieder. Der Wirt? 9. Platz, herzlichen Glückwunsch. Gibt's hier noch was? Urkunde. Herr Wirt, es gibt ja auch. Es gibt ja, was ist denn hier? Es gibt ja Früchtetee. Urkunde. Früchtetee. Oh, guck mal, hier ist noch voll. Guck mal hier den Schimmel hier drauf. Ja, weil durch den Ketchup. Tatsache. Haben Sie schon eine schöne Location, die Jugendlichen versauen Sie sich das noch, ne? Ja. Was ist da denn hier?
einer. Ach, hier sind sie früher rein und raus, weil hier stehen zwei Stühle. Ja. Gut. Gehen wir mal weiter gucken. Ja, wenn das ein Insolvenzverwalter übernimmt. Ja, ich muss euch leider enttäuschen, kein Toilettenpapier. Aber hier sind große Toiletten auch, ne? Doch, Toilettenpapier, Freunde. Wenn auch nicht mehr schön, aber das Toilettenpapier ist vorhanden. Hier ist ab, hier ist einer. Philipp? Hier sitzt einer auf Klo. Ja, hier ist abgeschlossen. Hier ist tatsächlich abgeschlossen. Komm mal bitte her. Hier noch Seife. Oder... Oder das Toilette. Guck mal, die Toilette ist zu. Ob sie die immer benutzen, damit sie noch raufgehen kann? Oder sitzt einer drauf? Die, ich habe oben links gesehen, eine Wasserpumpenzange. Oder war es hier unten? Würde mich mal interessieren, was dahinter ist. Ohne Quatsch. In der Küche lag eine Wasserpumpenzange. Wir gehen gleich nochmal runter. Wir gucken uns das gleich mal an, was das hier ist. Meinst du denn? Na, ich denke mal, die haben sich das früher hier noch ein bisschen... Aber schön doof sind sie, dass sie sich selber so verhunzen, ne? Ja, vor allem... Ich hol mal die Zange. Hol mal die Zange, damit du weißt, in welchen Raum das gewesen ist. Ja, in der Küche. Oha! Jetzt wäre der Dingbein auf meinen Kopf geflogen hier, Alter. Jetzt die Küche hier. Guckt euch mal den Riesensaal an hier. Was heißt Riesensaal, aber warum man keine Terrasse nach draußen gemacht? Weil da ist der See. Das Café am See. Ich mach mal die Zange an jetzt hier. Ja, ist auch geil, ne? Schön Maß. Da ist die Zange. Dann gehst du mal mit runter. Und werden sie uns das Ganze mal angucken. Aber warte mal. Da hinten ging noch eine Treppe runter. Ne, wir gehen erstmal hier. Ich verwirre euch wieder mit meiner schnellen Kameraführung. Ne? Entschuldigt bitte. Es ändert sich gleich. Wenn ich wieder was. Oh. So. Zange ist da. Jetzt lüften wir das Geheimnis, was hinter dieser Tür ist. Ich vermute eine saubere Toilette. Ich komme gleich. Ne, wo waren das? Hä? Wieder zu schnelle Kameraführung, ne? So. Komm her, ich will nicht, dass ich alleine... Die Zange geht gar nicht mehr, Alter. Die ist kaputt hier. Hm. Hast du? Ja, aber die Zange geht nicht mehr. Geht doch. Okay, aber wenigstens immerhin sauberes Toilettenpapier. Deswegen bestimmt. Ja, oder so, ja. Vor allem... Seife steht ja auch noch hier. So, ich habe noch eine andere Treppe runter entdeckt. Ja? Ja, was hast du hier gesehen? Was hast du gesagt? Hier habe ich noch einen Zugang für dich, ja, und Sirup und eine Gulaschsuppe hier gestellt. Wo? Weil ich keine Sojakappe gekriegt habe. Wo denn? Vom Tresen. Oh! Ist die noch zu? Die ist noch zu. Ist sie noch haltbar? 2011. Ja,
25. Februar. Wird knapp, ne? Du? Oh, aber so ein Konserve wird schlecht werden. Was soll an der Konserve schlecht werden? Tatsache. Ja, das lief mal hier richtig, ne? Hier noch Teller. Kaffeemaschine. Peter Lenz, Büro, Praxis, Einrichtung. Ja, Freunde, ist mal wieder ein komplettes Schicksal hier, ne? Jetzt diesmal nicht privat, sondern 5:30 Das ist eine Bon? Das ist eine Bon, ne? Eine Bon ist ja nicht aus Plastik. Obwohl. Natürlich ist das eine Bon gewesen. Ich hatte doch gesagt, die Kissen hier unten, das riecht hier nach Gras, Alter. Der Video nicht blendet. Also. Und was hat er wieder? Er hat wieder die Nase richtig gehabt. Das war mal eine Bon. Ihr seht, da ist der Kopf abgebrochen. Da ist er. Ja, doch. Der Kicker, ne? Die kiffen hier. Ich sag doch, das riecht hier nach Gras. Die treffen sich hier, um zu kiffen. Wir haben bestimmt noch das Gras im Kühlschrank. Bestimmt. Das machen wir jetzt auf. Ketchup? Ja, mit Ketchup? Senf? So, ich geh hoch. Jo, komm. Guck mal, hier ist das Café am See. So sieht's aus. Ne, so muss ich das Licht halten. Irgendwo ging noch eine Treppe runter. Du warst da hinten oben, ne? Ja. Warum? Aber warum sie den Eingang so extra gesichert haben, frage ich mich. Warum sie was? Warum sie das hier so extra gesichert haben? Die Tür wegen der Barmischen runter. Ja, das Ende. Ja. So, wir versuchen auch noch mal rauszugehen, weil draußen war auch noch ein paar interessante Sachen. Aber erstmal muss ich jetzt noch mal die Treppe finden. Runter. Wo war denn das? Hier könnt ihr mal die Speisekarte sehen. 52 Soljanka. Soljanka mit Toast. Okay. Zwiebelsuppe, kleiner Salatteller, Würzfläche. Aber ist doch alles so einfach, alles, ne? Du? Ja, reicht doch. Nächstes, einfach. Ja, reicht doch. Guck, da liegen wieder Ordner. Siehst du das? Mit Kontoauszüge sogar, ne? Ja. Ja. Rechnung. Warum man das alles so hinterlässt? Das nimmt man doch wenigstens mit, oder? Von 2002. Guck mal, mein Hase, was ich noch entdeckt habe. Das ist doch was für dich. Da musst du doch bestimmt hoch, ne? So wie ich dich kenne. Hier ist übrigens der Eingang, wo wir reingekommen sind. Da habe ich die Hauptkamera noch nicht angehabt. Das hat Philipp alles mit seiner Actioncam aufgenommen. So, hier. Ja, glaube ich, muss eine Taschenlampe holen, ne? Wir sind hier mitten im Wald. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nichts ist hier. Und dann direkt am See. Eigentlich schönes Objekt. Also nicht vom Zustand her, sondern von der Lage her. Und was ist da oben? Nix. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Keller. Ach, hier hast du Treppe, ne? Ja. Aber jetzt merkst du auch, wie frisch das wird, ne? Die Nacht hin. Ja. Ich wollte... Ich habe mal Wasser mitgenommen. So, Toilettenpapier. Toilette. Barhocker. Oh, die sind heiße Frau. Oh, ich habe eine Mücke gefiext. Oh, hier riecht es nach Diesel. Ja, Heizungsraum, danke. Oh, aber richtig. Aber hier muss doch mal eine Katze, die ich habe, oder haben die Fressfleisch auf den Kiffen gekriegt? Ja, beim Kiffen eine Fressfleisch gekriegt und haben Katzenfutter gefressen. Ding noch voll hier? Ne, ist leer. Total leer. Naja, wenn man Schulden hat, dann hat man ja... Ja, da unten sieht man das. Ne, ist nicht.
Ist noch voll, ist noch drinnen da, ne? Könnt ihr den Rand sehen? Also wir können noch ein bisschen, heizen, ne? Ja, ja, er wackelt. Ja. Dein Licht fängt ja nicht so gut ein, ne? Na, weil da ist es ja auch nicht so grell, ne? Meinst du, es ist dunkler? Ist aber nicht. Das Handy passt hier gerade automatisch an. Boah, was ist denn das hier, Alter? Das ist ja ekelhaft. Ist das nur ein Raum? Das ist nur ein Raum. Ich will dahinter ran. Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin? Da war eine dicke Mücke. Aber komm. Hier ist noch ein Maschinenraum, wo ich bei so. Hier ist nichts. Haben sie auch schon alles weggemacht. Du, ich würde gerne nochmal nach draußen. Weil, dann muss ich mal... Wir rufen lang auch übrigens noch mal links, eine Kasse. Hier, eine Kasse. Und draußen lang auch mal eine. Draußen habe ich schon zwei gesehen auf dem Fenster. Ach, zwei? Ja. Ach so, das ist das Untergestell. Ding. Na, was kam hier für Scheine rein? Ist das ein schöner Alarm ausgelöst? 10, 20. Ja, Entschuldigung, dass ich mal geguckt habe. Ich habe schon geguckt, jetzt so, wenn wir jetzt rausgehen, muss ich meine Taschenlampe holen, weil da reicht dieser Scheinwerfer hier nicht für. Muss ich dazu irgendwo mein Handy mal abstellen? Das machen wir mal. Wo machen wir das denn? Das machen wir mal auf dem Tresen. So, hallo, hallo. Spooky, ne? Wollt ihr mich mal sehen dabei? Also, meine Hand schläft immer ein dabei. Beim Filmen hier so. Aber das Phänomen habe ich nicht nur alleine, das hat Philipp heute auch. Ja, aber jetzt. Dass die Hand einschläft, das hast du vielleicht dran gewöhnt, ne? Ja, ich muss ja auch den ganzen Tag. Der Oberarm ist ja schon gestiegen. Vom Umfang. Der Oberarm ist schon gestiegen? Vom Umfang. Gewachsen. Ach so. Gewachsen. Der Oberarm ist schon gestiegen. Ich kenne mich noch nicht mit meinem neuen Rucksack noch nicht so aus. Hier ist die Tasche. Gib mir meine! So. So viele Taschenlampen. Nur bei der richtige hier haben wir die richtige. Taschenlampen kann man nie genug mit haben. Kleiner Tipp für Lost Place. Licht und Powerbank. Und Powerbank. Powerbank ist das Wichtigste. So. Vor allem für so einen Tag wie heute. Wir sind seit 9 Uhr unterwegs. Nein. 9.15 Uhr. Du musstest deiner Frau noch Tschüss sagen. Genau, meine Frau noch Tschüss sagen. Also seit 9.15 Uhr unterwegs. Und jetzt ist es 17, 17.30 Uhr? Es ist jetzt 17.23 Uhr. Halb sechs? Hm. Ich glaube, wir müssen noch mal neue Batterien drin. Kann das sein? Ja. Ich mache mal neue Batterien drin. Haben wir natürlich alles mit. Findest du das schön? Ja. Oh, Batterien. Ich muss mal wieder Batterien kaufen. Eins. Zwei. Und was machst du jetzt mit den alten Batterien? Na, die stecke ich natürlich fein säuberlich in den Rucksack wieder. Und das ist die Tüte mit den vollen Batterien? Wenn die du mal gewechselt hast, die legst du woanders hin. Oder packst du wieder in diese Box zurück? Das ergibt natürlich Sinn, oder? Manche machen das. Ja, und dann werden sie wieder voll, oder wie? Nee. Ja. Weil sie jetzt nicht wissen, wohin damit. Ja, die stecke ich in der Tasche. Und dann schmeißt du sie weg. Nö, entsorg die hier auf dem Lost Place. Oder benutzt du sie noch für was weiteres? Ja, was besser. Das gefällt mir besser. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Du hast jetzt über eine Minute dafür gebraucht. Ja, das muss ich schneiden, eine Minute. Oder wollt ihr das sehen? Ich muss es vorher blenden. Wollt ihr das sehen, wie ich die Batterie wechsle bei der Taschenlampe? Mein Rucksack aufziehen? Weil so schnell findest du hier nichts wieder im Dunkeln. Aber wir haben auch interessante Sachen erzählt, dass wir seit 9.15 Uhr schon unterwegs sind und es ist 17.24 Uhr. Und wir haben noch ein Lost Place vor uns. Richtig? Noch eins, wenn du es genau nimmst, noch drei. Nein, noch drei.
Naja, wir haben gedacht, wir nutzen den Tag. Genau. C'est la vie. So, Freunde, es geht los. So. Mach mal auf, wenn wir den Ausblick, die glauben ja nicht, dass wir am See sind. Oh. Ach, die haben. Ach, die dritte überall. Ja. Aber hier. Aber das geht nicht. Ja, komm, wir gehen raus, ist egal. Wir müssen ja nichts kaputt machen. Ist eine Schraube drin übrigens. Wir müssen ja nichts kaputt machen. Hier ist schon genug kaputt gemacht worden. Aber die haben es mal versucht zu sichern, wie ihr seht. Ja, da ist aber nicht der See. Oh. Mit Auto steht immer noch mit Licht, ne? Da haben sie die ganze Zeit gesehen. Tatsache. Guck mal, wie schön das hier ist. Ja. Und wir gehen mal raus, würde ich sagen, ne? Und da ist der See, kann man das sehen? Da hinten? Cool, ne? Ja, vor allem, was macht der hier? Will der Tretboot fahren oder was? So. Dann machen wir doch. So, da ist die Hofeinfahrt gewesen. Ich frage mich gerade, wo die hier geparkt haben. So, jetzt hat das wieder was von Blair Witch Projekt. Ja, wir müssen mal gucken, wie das Gelände hier aufgebaut ist. Ach, hier ist schon Trampelfahrt. Hier steht immer noch mit Licht da hinten. Da steht ein PKW mit Licht da hinten. Ach so. Ja. So eine Dreiviertelstunde ungefähr. Aber was ist. Das steht ja da, ne? Was sollen wir machen? Ihr seht, wie dunkel das ist, ne? Guck mal, wie groß das Gelände hier noch ist. Da ist der See. Guck mal, der steht vor diesem Gelände aber. Ja, lass doch. Ach so, das Gelände gehört gar nicht hierzu. Hier ja, ist vorne kannst du wieder rein. Das ist das, ist das meine Taschenlampe? So gutes Licht macht die? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Eine Bildung ist auch eine Bildung. Ja, mein Freundchen. Boah, das ist die Tür, bin ich gar nicht gekommen. Durch welche Tür? Da. Da muss ich mal einen Eingang. Komm mal zum Strandbad. Kaff. Zum Guck Strandbad hier. Ist das. Hier kommen wir gar nicht rein. Doch, kommen wir wieder. Könnt ihr das sehen? Zum Strandbad hieß es. Wir kommen hier wirklich nicht mehr rein. Ich habe auch gedacht. Aber wir hätten hier runtergehen können. Dann lass uns mal umdrehen. Doch, wir kommen hier wieder rein. Komm mal mit, ich kenne mich hier aus. Ja. Komm mal mit, ich kenne mich hier aus. Und hier gehen wir zum See. Hier. Krass, ne? Ja, ich will mal kurz den See zeigen. Ja. Wir gehen sogar zur Seebrücke, Freunde. Ich fühle mich ja fast wie zu Hause hier. Hier ist Strandsand, guckt mal. Und wir haben fast Vollmond. Eigentlich ein schöner Platz hier, ne? Das ist eigentlich ein sehr schöner Platz hier. Weiß nicht, kann man das sehen, den See hier? Machen wir das Licht aus. Schön hier. Hier ist noch eine Brücke. Da ist noch eine Rutsche, eine Kinderrutsche. Könnt ihr das sehen? Also die baden hier richtig im Sommer. Hier kommt der richtig, kann ich hier aufgehen? Ja. Hier kommt der richtig Sommerfeeling auf. Oh, wie schön. Komm, fängt das die Kamera ein? Nee, ne? Das Wasser spiegelt so schön gerade jetzt hier. Da hinten fahren die Autos, da ist eine Straße. Also die Lage ist echt top. Und da hinten, da wo das Licht ist, da ist Philipp ungefähr. Ne? So, da steht das Auto. Aber was ist? Das ist immer so. Gut, gehen wir mal wieder zum Strandbadcafé. Biergarten. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass er Fernlicht oder so anmacht, aber hat er nicht gemacht. Interessiert ihn alles nicht, was hier abgeht. Und dann ist man schön vom Baden
Huh, nee, kommen wir wirklich nicht durch. Aber Philipp hat schon einen Eingang gefunden. Diese Treppe hier hoch zum Biergarten. Seeterrasse. Also muss da irgendwo noch eine Terrasse sein. Hier ist das Schlupfloch und schwubbididoi. Ich bleib bestimmt wieder hängen. Ja, wie lange das schon verlassen sein muss, ne? Könnt ihr gar nicht so richtig sehen. Da ging es zum Kaffee rennen. Ja. Hast du schon eine Terrasse gefunden? Da. Sind wir wieder am Strandbad. Hä? Was ist denn das für eine Bewandtnis hier? Eine Treppe und keine Türen. Die wurde aber zugemauert nachträglich. Gut, jetzt versuche ich mal den Philipp irgendwo wieder zu finden. Ich höre ihn ja schon. Akku leer? Ja, was ist das? Kannst du hinspringen? Und dann kannst du springen und so? Absprungturm. Zeig mal. Im Wasser. Da gehst du hoch? Tatsache. Machst du ein bisschen breiter den Strahl, ne? Ja. Kann ich auch machen. Ist ein richtiges. Da hinten ist auch eine Kinderrutsche. Oh, hier ist eine Seilbahn. Guck mal, das ist eine Seilbahn, Tatsache, die dahin führt, ne? Ja, kannst du hier reinspringen und dann bis hin. Also, ach, hier ist die Terrasse. Hier ist der Biergarten. Das ist der Biergarten. Oh, da ist noch ein Häuschen, eine Hütte. Haben wir noch gar nicht gesehen, da müssen wir hin, ne? Ja, aber ich brauche jetzt erstmal nicht filmen. Warum? Das sieht man nicht so. Macht sie nicht mit? Nee, mit der Rennstrecke. Hast du schon einen Weg, wie wir zum Häuschen kommen? Oh Gott! Ja, vorsichtig. So, wieder durch Stock und Stein. Über Stock und Stein, nicht durch Stock und Stein. Durch Stock, Stein, über Stock, Stein. Über Stock und über Stein. Wie bist du hier rübergekommen, Alter? Ja, mit dem Schritt. Ach, was macht man mit dir alles mit, wa? Mit mir, ja. Aber war bis jetzt schon ein geiler Tag, Alter. Aber ist ja schon mal was raufgefallen. Schon der Ast ist schon raufgefallen. Aber der ist auch abgesägt. Siehst du das? Ja, so, der so, so der gerade. Mal, nee, der wird mal raufgefallen sein und dann haben sie einen anderen abgesägt. Ja, das kann sein. Aber hier, guck mal. Nee, hier ist ein kompletter Baum umgestürzt, ne? Ja, die haben sie hier. Ja. So, komm, wir versuchen mal ins Häuschen reinzukommen. Aber ich möchte gerne wissen, ob der nicht. Oh! Ob der sich am Sack spielt? Oh! Ey, mein Mountainbike, bis hierhin ist das gekommen. Ey, geh zur Plattform. Mein Mountainbike. Das muss mal ein geiles Teil gewesen sein früher. Ganz ehrlich. Was? Vor allem Warnername, hast du gesehen? Ja. Ja, das ist aus dem Keller da, wo wir waren, ne? Ja, wo ich hier gedacht habe. Ja. Dann sind sie früher da durch. Warnannahme. Guck mal, dann sind sie hier rangefahren. Hier alles verwachsen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann haben wir doch eine Registrierkosse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier liegt ja noch mehr. Müll, ne? Mhm. Kannst gleich den Müll wegräumen. Kannst gleich. Ja. Kannst gleich füllen, meine Hase. Hier liegt noch jede Menge rum. Oh, hier stinkt es aber auch. Hier war eine Vorbereitungsküche oder irgendwas, ne? Normalerweise. Ach so. Guck mal hier. Gucken. Noch eine Videokassette. Aber hier auch mit Terrasse so ein bisschen, ne? Oder war das hier die Mitarbeiter. Krass, Alter.
Na gut. Schönes Café. Strandbar. Nee, was habe ich gesagt? Kaffee am See. Kaffee am See. Fetter Rhyme, Alter, fetter Rhyme. Freunde, das war das Café am See. Reimt sich sogar. Wir hoffen, wir... Das war die Fledermaus. Wir hoffen, wir sind ja auch mitten im Wald, nämlich. Hier ist weit und breit nichts. Wir hoffen, es hat euch gefallen, das Video. Liken, teilen, abonnieren. Philipp möchte noch was sagen. Warum weit und breit keiner? Ach doch, stimmt. Ich hab euch steht ein Auto. Da hinten steht ein Auto, der steht so eine Viertelstunde. Und guckt uns zu. Ja, alles klar. Wir fahren jetzt zum nächsten Lost Place. Wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Video. Genau. Ne? Also, bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.